Richard, die 13 ist irgendwie immer eine komische Zahl, finde ich. Freitag der 13. ist in Ordnung. Also Absicht? Na, Absicht nicht. Also, ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden, es ist okay. Hätte auch schlechter fliegen können. Von dem her, ja, ich glaube, es ist noch einiges drin. Es ist nicht so viel, was fehlt. Von dem her, ich freue mich auf die zwei Tage, die jetzt noch kommen. Es ist ja so, man würde, wenn es ginge, dem Severin noch so ein bisschen Rückendeckung geben. Aber im Skispringen geht das wohl schlecht, oder? Es sei denn, du postierst dich vor den Slowenen, vor Brioz. Die sind meine Macht, also muss man wirklich sagen. Wir geben uns natürlich alle Mühe, da irgendwie mit dran zu bleiben. Es ist eben nicht ganz so leicht. Es ist einfach, ja, im Skispringen hat bei mir auch schon immer ein bisschen was gefehlt, jetzt erstmal die letzten Tage. Und dann sieht man dann natürlich auf einer Skiflugschanze noch mehr. Aber zum Beispiel gestern habe ich auch gesehen, dass es nicht viel fehlt, dass es doch mal über die 220, 2 vielleicht auch an den Hillsides rangeht. Und das werde ich auf jeden Fall die nächsten Tage nochmal angehen. Also wenn es leicht wäre, dann könnten es ja mehrere, als ihr das praktiziert. Es wurde ja viel gerätselt, Weltrekord kann man hier nicht springen. Jetzt bin ich da nicht mehr so sicher. Ich glaube es nicht. Also man kommt schon, also man sieht es dann auch beim Juri. Und ich hab Michi sein nicht gesehen, 2,41, aber du bist unten schon relativ hoch. Und der Knick, der dann unten kommt, der Radius, der ist schon ziemlich scharf. Von dem her, ich weiß nicht, ob man es unbedingt probieren sollte. Ja, ich weiß nicht, ob es Brioz probiert, der will jetzt in den Gesamtweltcup. Ja, aber 248,5 und dann Telemark setzen, das ist ja nicht mehr weit. Ja. Vielleicht geht's doch. Ja. Ja. Schauen wir mal. Sei nicht so bescheiden, Richard. Ja, ich glaub's nicht. Nee. Und morgen Teamwettkampf? Ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt, wenn jeder seine Sachen macht. Aber so geht es den anderen Teams auch. Also man hat gesehen, dass hier wirklich viele Leute ganz gut schiefliegen können. Es bleibt spannend, es wird spannend und ja, ziemlich interessant. Ich freue mich einfach auf die Tage, die jetzt kommen und genieße es nochmal. Wir freuen uns mit euch. Danke. Mhm.